Alles Gute wird Allah mit den Händen bitten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns die Religion des Islam auserwählt hat. Wir danken ihm dafür, dass er uns zu Muslimen gemacht hat und dafür, dass er uns das Fasten zur Pflicht gemacht hat und auferlegt hat. Meine lieben Geschwister, wir danken Allah azza wa jalla auch dafür, dass er den Tag des Friedes zu einem Tag der Religion gemacht hat, an dem wir uns Allah azza wa jalla nähern. Schaut euch um, wie andere Menschen an ihren Festtagen und ihren Feiertagen Allah gegenüber sich widersetzen, sie dem Kufr und dem Schirk ergeben, ihm verfallen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch den Tawhid geehrt. Der Tawhid, der Einheitsglaube an Allah, der islamische Monotheismus, dass wir glauben, dass Allah azza wa jal unser einziger Herr, Rabb ist, dass er subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der in diesem Universum befiehlt, derjenige, der Gesetze erlässt, derjenige, der erlaubt, derjenige, der verbietet, der entscheidet, derjenige, der leben lässt, der sterben lässt, derjenige, der uns das Leben geschenkt hat, derjenige, der gibt und derjenige, der nimmt, derjenige, der versorgt, der die Versorgung groß macht und klein macht. Gleichzeitig glauben wir an Allah, den einzigen Gott, den einzigen, der es würdig ist, angebetet zu werden. Wir fürchten uns vor ihm alleine. Wir sind seine Diener und dienen keinem anderen Herrn außer ihm. Wir glauben Allah subhanahu wa ta'ala an ihn alleine, indem wir ihm seine schönsten Namen und seine Eigenschaften zuschreiben, die er sich selbst oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben hat. Alles, was Allah tabaraka ta'ala sich selbst an Eigenschaften und Namen zugeschrieben hat, schreiben wir Allah tabaraka ta'ala ebenfalls zu, ohne die Bedeutung zu entstellen, ohne mit dem Geschöpfen das zu vergleichen. Denn Allah sagt im Koran al-Karim, nichts ist ihm gleich und dennoch ist er der Allhörende und der Allsehende. In diesem Vers hat er subhanahu wa ta'ala abgelehnt, dass er mit seinen Geschöpfen gleichgestellt wird, und gleichzeitig hat er sich die schönsten Namen und Eigenschaften selbst zugeschrieben. Wir freuen uns, liebe Geschwister, an diesen zwei wertvollen Feiertagen, die zwei Eid-Tage, der eine nach Ramadan und der andere nach der Hajj. Manche Geschwister fragen sich, wie können wir uns freuen und glücklich sein und uns erfreuen an einem Tag, während andere Geschwister in Trauer sind. Andere Geschwister, wie zum Beispiel in Jerusalem, die Stadt und die heilige, die gesegnete Moschee dort, die von den Feinden Allahs tabaraka wa ta'ala eingenommen ist. Wie können wir uns freuen, während andere leiden? Die Antwort lautet, liebe Geschwister, wir freuen uns heute nicht aufgrund von weltlichen Angelegenheiten, sondern aufgrund von jenseitlichen Angelegenheiten. Wir freuen uns, dass wir Diener Allahs sind. Wir freuen uns, dass wir Allah tabaraka ta'ala gegenüber gehorsam waren in diesem Monat und einen Monat lang durchgefastet haben für ihn, subhanahu wa ta'ala. Die Festtage, liebe Geschwister, sind fest vorgeschrieben. Die Muslime haben genau diese zwei Festtage und keinen dritten Festtag. Imam Ahmad, Abu Dawud al-Nasai berichten über Anas ibn Malik, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina kam, fand er vor, dass die Leute an zwei verschiedenen Tagen einen Festtag haben. Er fragte, was sind das für zwei Tage? Sie sagten, das sind zwei Tage, Festtage aus der Jahiliyya, die wir feiern. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jal hat euch diese beiden Tage durch zwei andere Tage ausgetauscht, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Das heißt, wer ist derjenige, der diese Tage der Jahiliyya ausgetauscht hat durch die Tage des Islam? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das weist darauf hin, dass diese Tage religiös begründet sind und festgelegt worden sind von unserem Herrn subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, möchten euch sechs Ratschläge auf den Weg mitgeben. Der erste Ratschlag, liebe Geschwister, der Eid ist eine ideale Möglichkeit, um die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Solltest du also Verwandte haben, mit denen der Kontakt abgebrochen ist, dann stell den Kontakt heute wieder her. Denn diejenigen Menschen, die den Kontakt mit ihren Verwandten abbrechen, die sind verflucht, gemäß dem Buche Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla hat an mehr als einer Stelle im Koran Karim denjenigen verflucht, der den Kontakt mit den eigenen Verwandten abbricht. Deswegen beeilt euch damit. Zweitens, liebe Geschwister, achtet darauf,
eine gute Beziehung zu diesem Koran al-Karim zu haben. Derjenige, der den Koran al-Karim in diesem Monat gelesen hat und vielleicht sogar durchgelesen hat, vielleicht sogar mehrmals durchgelesen hat, soll ihm auch nicht den Rücken zuwenden nach diesem edlen Monat Ramadan. Und das gilt auch natürlich für die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen lautet der Ratschlag, dass wir uns eindringlich beschäftigen, nicht nur mit dem Buch Allahs, sondern auch mit der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam wird am Tag der Auferstehung stehen und sich beschweren bei seinem Herrn. Er wird sagen, O Allah, mein Volk hat sich diesem Koran abgewendet. Und möge Allah uns nicht zu diesen Menschen gehören lassen, von denen sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam abwendet und über die er sich am Tag der Auferstehung beschweren wird. Der nächste Ratschlag lautet, die Geschwister, dass man die Moscheen Allahs häufig besucht und bevölkert. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Moscheen gebaut, damit Allahs Name darin gedacht wird. Und diese Erlaubnis stammt von ihm subhanahu wa ta'ala. Und genauso wie du die Moscheen besucht hast in diesem Monat, besuche sie auch außerhalb des Monats Ramadan. Denn das ist ein Zeichen des Iman. Der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, nur diejenigen bevölkern die Moscheen Allahs, die an Allah glauben und an den letzten Tag glauben. Und die das Gebet gewissenhaft, das rituelle Gebet gewissenhaft verrichten und auch die Zakat entrichten. Und das sind die rechtgeleiteten bzw. die erfolgreichen Menschen. Das ist im Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith Sahih Muslim, die Ortschaften, die Allah tabaraka wa ta'ala am liebsten sind die Moscheen. Deswegen, lieber Bruder, sei du ein Mensch, der sich an den Ortschaften aufhält, regelmäßig, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt. Meine lieben Geschwister, der nächste Ratschlag lautet, die guten Charakterzüge, der gute Charakter, den du in diesem Monat an den Tag gelegt hast, das Spenden, das Verzeihen, der gute Umgang mit deinen Geschwistern, die Hilfsbereitschaft, die Güte den anderen Geschwistern gegenüber, das Dienen des Hauses Allahs, all diese Charaktereigenschaften, versuche sie auch weiterhin zu pflegen und mach sie zu einem Teil deiner selbst. Der Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut die überheblichen Menschen, die hochmütigen Menschen. Es gibt nur einen einzigen Maßstab bei Allah subhanahu wa ta'ala, der zählt. Und das ist nicht etwa deine Hautfarbe oder deine Herkunft oder ähnliches, sondern das ist ganz einzig und allein die Taqwa, deine Achtsamkeit vor Allah azza wa jal. Das ist der Maßstab, ob Allah tabaraka wa ta'ala von dir annimmt oder deine Tat ablehnt. Der nächste Ratschlag lautet, du hast dich in diesem Monat Ramadan auf eine bestimmte Stufe der Dienerschaft hochgearbeitet. Und dieses Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala, achte darauf. Dieses Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala sollst du beibehalten. Mach den Eid-Tag nicht zu einem Tag, an dem du umkehrst und diese Stufe, die du bei Allah tabaraka wa ta'ala erreicht hast, verlässt. Allah azza wa jal hat das Fasten aus bestimmten Weisheiten zur Pflicht gemacht. Die entscheidende davon ist, er sagte, auf dass ihr Allah gegenüber achtsam sein möget oder achtsam werden möget, la'allakum tattaqun, damit ihr Taqwa bekommt. Und deswegen sagen die Ulama, ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Taten annimmt, angenommen hat, ist, dass du nach dem Monat Ramadan auch diese Stufe beibehältst, die du im Monat Ramadan erlangt hast. Und der nächste Ratschlag, liebe Geschwister, und letzter Ratschlag lautet, dass wir versuchen sollen, in diesem Monat unsere Herzen vor jeglichem Groll zu reinigen. Dass wir uns nicht nur mit dem Handschlag beglückwünschen, sondern auch mit den Herzen. Dass unsere Herzen sauber werden, rein werden von jeglichem Hass und von jeglichem Groll. Dass wir unsere Geschwister mögen, denn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim sagte, die Gläubigen sind doch Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis der Gläubigen hinsichtlich ihrer Liebe und hinsichtlich ihrer Barmherzigkeit untereinander ist wie ein Körper. Wenn ein Teil von diesem Körper leidet, dann leidet der gesamte Körper an Fieber und an Schlaflosigkeit. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala bei seinen Namen und bei seinen vollkommenen Eigenschaften, dass er uns zu den gottesfürchtigen, achtsamen Menschen ihm gegenüber macht und dass er subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen macht, von denen er im Monat Ramadan die guten Taten annimmt
Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kranken unter uns heilen, den Toten barmherzig sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf seine Religion festigen und zu seiner Religion zurückbringen. Er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Alles so wird Allah mit dem Herrn der Welt.